Heute im MKN Küchenschnack Manuel Ulrich, Zwei-Sterne-Koch vom Restaurant Oesch Noir in Donaueschingen. Ja, gerade mit dem Golfplatz, so entstand es auch ein bisschen, also auch eine Leidenschaft von Karl Albrecht Golfen. So ist es ein bisschen entstanden. Wir sind hier in Donaueschingen, also wir haben ja auch ein großes, also direkt 2 Kilometer weiter, sage ich mal, von hier ein großes Logistikzentrum von Aldi, wo quasi dann fast die umliegenden 100 Märkte auch beliefert werden und auch koordiniert werden. Und so können wir quasi auch zu unserem Mutterkonzern dazu, als die schönste Filiale wahrscheinlich. Ja. Meine erste Aufgabe, weiß ich noch, war Kerbel zupfen. Aber wir haben nicht die Blätter gebraucht, sondern die Stiele und schön Dings. Und ich habe mich da hingestellt. Ich glaube, ich habe einen halben Tag nur Kerbel gezupft und dachte, ich bin Depp. Aber das war halt einfach so mal dieses Runterkommen. Ich habe mal irgendwo gelesen, du hast Hashtag manuelle Fotografie mal genommen, irgendwo mit auch, drin. Also ne? Auch analoge Fotografie. Analoge, aber, ja. Aber hauptsächlich Fuji, weil einfach dieses Retro-Inspirierte trotzdem mich ja interessiert. Also habe ich sehr viel, also gerade dieses ganze Retro und auch das Analoge und so, das interessiert mich. Und das absolut. Für viele eine Umstellung tatsächlich, also wenn sie frisch anfangen und dann gewohnt sind, noch in anderen Betrieben 12 Stunden zu buckeln und Pause wird irgendwie schon abgezogen. Und bei uns heißt es erstmal, nee, wir haben 14:30 anfangen, also das ist so ein normaler Arbeitstag, wo dann die Mitarbeiter 14:30, dann wird um 14:30 eingestempelt und nach 6 Stunden muss eine Pause gemacht werden, wie es halt Gesetzmäßigkeit vorgibt. Ich sage immer, wenn wir das in den Mitarbeitstag nicht schaffen, habe ich was falsch gemacht, dann ist das Menü falsch konzipiert, der Aufwand zu groß und so. Also versucht man natürlich auch den Anspruch und die Menüs so zu gestalten, dass man es auch gut in einem Arbeitstag schaffen kann. Das ist mir, sage ich mal. Oder dass wir auch die Manpower haben, um es zu bewerkstelligen. Heute gibt es eine kurze, knackige Einleitung, denn ich war in Baden-Württemberg im Öschberghof, im Restaurant Oesch Noir und habe dort Manuel Ulrich getroffen, einen 2-Sterne-Koch, der vom Haus aufgebaut worden ist, denn er hat seinerzeit im Öschberghof gelernt. Öschberghof, da klingelt vielleicht bei dem einen oder anderen was von euch, ihr habt es auch gerade in der Einleitung gehört. Ja genau, das ist das Hotel des Aldi-Gründers Karl Albrecht. Auch darüber haben wir gesprochen, ich wünsche euch viel Spaß und wenn ihr Lust und Laune habt, schaut doch einfach mal bei Spotify vorbei und gebt dem Podcast Küchenschnack die vielleicht verdienten 5 Sterne. Viel Spaß! Hier ist der MKN Küchenschnack. Taucht ein in die Welt der Profiküchen mit Tom. Wo durfte ich denn heute hier hinfahren? Über Berge, Wiesen und Wälder. Ja, zugeben, ist ein bisschen abgelegen, aber wir sind hier im wunderschönen Donaueschingen im Schwarzwald-Barkreis. Schön Zentrum, eine Stunde von Stuttgart, so eine Dreiviertelstunde zum Bodensee, also schön zentral gelegen und genau. Eine Stunde 35 nach Rust. Okay, ja. Das weiß ich von einem Freund. Nee, da bin ich nämlich heute früh hergefahren. Einmal bin ich so halb durch oder fast ganz durch den Schwarzwald gefahren. Was haben wir hier für ein Nummernschild? VS, Villingen-Schwenningen. Villingen-Schwenningen, wer kennt es nicht? Ja. Und es ist mir eine absolute Ehre, neben einem 2-Sterne-Koch zu sitzen, um mal gleich die Emotionen die Messlatte hochzulegen. Ja, es ist eine absolute Ehre, hier sein zu dürfen. Und ich muss jetzt im Vorfeld schon mal einen lieben Gruß an unseren Kollegen Baudi richten. Ja, ne? Der ist ein guter Podcast-Hörer vom Küchenschnack und auch ein guter, lieber Kollege. Und der hat gesagt, Mensch, der hat schon übrigens vor einem halben Jahr zu mir gesagt, da musste man hin. Er hat mich schon lange gefragt und irgendwie hat es nie geklappt, aber schön, dass es heute klappt. Also. Ja, umso schöner, umso schöner. Wir sitzen auch in deinem Restaurant. Genau. Damit fangen wir auch direkt mal an. Es ist tatsächlich so, dass du 2 Sterne hier im Guide Michelin hast. Deine Geschichte liest sich fast wie im Buch, weil du hast hier sogar mal deine Lehre gemacht. Tatsächlich hier. Meine Heimat, meine hier gelernt, lange hier gewesen, deswegen auch die Chance bekommen, das hier mitzueröffnen. Und hätte ich mir vor ein paar Jahren auch nicht so vorstellen können, dass es so läuft. Ne? Da werden wir gleich nochmal ein bisschen einsteigen. Ich muss aber nochmal, es sind ja nicht nur die 2 Sterne. Ne? Das ist das, was wir Köche natürlich alle immer am meisten, ne? Oh, Sterne, aber da ist ja noch mehr. Du bist im Gourmet. Wie bewertet, weißt du das? Mit 4 Spatzenhauben, ja. Mit 4 Spatzenhaube. Du bist im Feinschmecker mit 4 Punkten bewertet. Und auch im nicht ganz unbedeutenden Falstaff hast du 94 Punkte gekocht. Ja. Und hol uns mal ganz kurz vom Zeitfenster ab. Wann habt ihr hier eröffnet und in welchem Zeitraum ist dann die Bombe geplatzt hier? Ja, wir haben ja
von 16 bis, ja, sagen wir mal 19 groß umgebaut. Also das Hotel wurde komplett erweitert von ca. 70 Zimmer auf 126. Und wir haben das Restaurant Ende 18 eröffnet, also Dezember 18. Da war es dann schon zu spät. Also da, ich glaube, da kam dann im Frühjahr kam dann der Michelin raus, aber dann quasi... Ist ja meistens so April in der Ecke. Genau, rum, ne? Oder, und dann im Jahr drauf haben wir den ersten Stern gekriegt, also 2020 im März. Wir erinnern uns alle dunkel, was im März 2020 war. Ich habe es noch förmlich vor mir, da sind wir plötzlich mit Masken über die Tür. Tatsächlich, ja. Also ich habe es damals auch über den Facebook-Livestream erfahren, dass wir den Stern bekommen. Also es war auch spannend. Ja. Da war ich schon... Ach, da durftest du gar nicht hin zur Veranstaltung. Die wurde, ich glaube, da war eine geplante Veranstaltung, die wurde dann spontan oder kurzfristig vorher aufgrund der Covid abgesagt. Ja. Und dann war ich noch nervöser, weil ich gar nichts wusste. Ja. Und habe es dann tatsächlich im Livestream live erfahren, dass wir den Stern bekommen. Hast du da nachträglich die Kochjacke noch bekommen zum Anziehen? Die habe ich bekommen, oder? Tatsächlich. Ja. Die habe ich bekommen, ja. Okay. Nee, aber war schon speziell. Genau, und haben den ersten Stern im März 2020 bekommen. Und dann habt ihr wie lange zugehabt? Oh, wir hatten zu, ich glaube, ein halbes Jahr war es, glaube ich, zu. Wir haben dann, sobald wir durften, für Businessgäste aufgemacht und genau, also dann waren wir wieder am Start, bevor es in den zweiten Lockdown ging, genau. Die meisten meiner Gäste, die ich jetzt, ich sag mal, im gehobenen Segment in der Küche, im Küchenschnack hatte und auch die letzte Folge mit unserem Kollegen Philipp Vogel, hat das ja bewiesen, dass es für Köche, ich sag mal, ein absolute Normalität ist, große Wanderjahre mit sich zu bringen. Ne? Mhm. Also ich weiß nicht, von wie vielen Stellen er gesprochen hat. Wir haben über Shanghai und da und dort und Berlin und dann doch wieder irgendwo anders und London. Das liest sich bei dir, und das meine ich jetzt positiv, knapper, ja. Überschaubar. Tatsächlich. Ja, du hast eine Wintersaison in Burg Hotel Oberlech gemacht, in Österreich. Und du hast natürlich zwei Mega-Adressen, die du danach besucht hast. Und das kann man ja nur so sagen, dass das Mega-Adressen sind. Das ist zum einen beim Christoph Rüffer in Hamburg im Vermont vier Jahreszeiten gewesen. Und dann bist du beim Thorsten Michel in der Schwarzwaldstube gewesen. Mhm. Ja. Gibt es ab und zu mal Leute in deinem Umfeld, die sagen, ja, da hättest du aber noch drei Sachen mehr angucken können? Oder? Ja. Ich rückblickend vielleicht sogar auch. Also es ist so eine Sache, auf der einen Seite, ich habe hier meine Lehre gemacht, habe hier meine Heimat, mein Umfeld gehabt, deswegen hat es immer gepasst. Ich war mega zufrieden hier. Ich habe da mal gesagt, ich muss raus, deswegen war ich kurz nach der Ausbildung diese Wintersaison machen in Lech, was auch mega spannend war, hat richtig Spaß gemacht. Aber ich bin auch mit meiner Partnerin da gewesen und wir haben aber auch schon gesagt, wo wir nach Lech gegangen sind. Wir haben schon einen Anschlussvertrag wieder gehabt, dass wir im Sommer wieder hier sind. Okay, also ihr seid nach Lech? Genau. Und seid dann wieder hier in Eschberg hochgegangen? Es war schon eigentlich fix geplant, dass wir wieder zurück sind. Ich habe einfach gesagt, ich muss mal raus, was anderes sehen nach der Ausbildung. Und dann war ich wieder hier und habe mich einfach wohlgefühlt. Und rückblickend denke ich auch, hätte man noch da mal ein bisschen reinschauen können, da mal schauen. Aber dann hätte ich wahrscheinlich die Chance hier nicht bekommen. Also auf der einen Seite war es gut. Und die anderen Stationen waren tatsächlich schon fast in Vorbereitung auf das, was hier kommt. Das war quasi dann die Umbauzeit, wo wir das Hotel umgebaut haben, wollte ich sinnvoll nutzen. Da wurde ich schon vorher gefragt, ob ich mir das nicht vorstellen kann, weil man wollte ja dieses Restaurant mit jemand intern eröffnen. Also es gab schlechtere Lehrlinge als dich. Das kann man, glaube ich, schon mal festhalten. Ich glaube, mein Küchenchef war damals ganz zufrieden, hat mich dann vorgeschlagen dafür. Und genau, da war ich so ein bisschen blauäugig. Ich habe ja noch fünf Jahre, habe ich Lust, mache ich. Okay, weil das ist jetzt nochmal interessant. Du bist dann, 2018 habt ihr hier wieder eröffnet. Genau. 2018 habt ihr eröffnet. Die große Restaurantöffnung war dann genau, 2019, da war alles dann wieder fertig, aber ja, 2018 haben wir geöffnet. Und wann bist du nach Hamburg gegangen? 16. Und ja. Da warst du, glaube ich, über ein Jahr, ne? Da war ich über ein Jahr, genau. Genau. Dann habe ich meinen Meister noch gemacht zwischendrin. Genau. Und dann hatte ich für die Schwarzwaldstube leider noch ein halbes Jahr und dann ging es hier schon los. Also es war wirklich so, die Zeit sinnvoll nutzen, nochmal so viel lernen wie möglich. Welchen Posten hast du denn da bei Schwarzwaldstube dann ausgefüllt? Schwarzwaldstube war ich, ganz klassisch geht es mit dem Amis-Posten los und dann war ich auf dem Entremetier. Ja. Und da warst du insgesamt ein halbes Jahr sowas? Ein halbes Jahr. Da hatte ich einen Nachmeister von Februar 18 bis August 18 hatte ich ein halbes Jahr Zeit. Und dann ging es hier auch schon los, dann mit der finalen Planung, mit Team suchen, Probe kochen und hier alles einzuarbeiten. Ne? Es ist ja so, es gibt ja so einen schönen Satz, ne, der da heißt, wenn man nicht selber, ich sag mal, oder man kann sich ja auch die Erfahrung mit dazu holen.
Ja, also man kann ja auch, wenn man jetzt nicht im letzten Detail, ich sag mal die Ente, ich muss jetzt nochmal mit der Ente kommen, mit der Ente in Shanghai da was gemacht hat, dann holt man sich halt die Leute, die die Expertise haben. Ne? Mhm. Weil ich glaube, dein Sous-Chef ist ja auch ganz wichtig. Ne? Das ist ganz wichtig, also. Das ist, I like name dropping. Julian Lechner. Er war lange Zeit im Barreis, 8 Jahre insgesamt, hat auch da seine Ausbildung gemacht und war dann Sous-Chef im Hausgastrestaurant, sage ich mal. War auch eine Zeit lang beim Herr Lump. Zu der Kontakt zustande gekommen ist durch einen ehemaligen Sous-Chef von hier, aha, der jetzt quasi Küchenchef im Barreis ist. Und Julian hat dann gemeint, ja, jetzt 8 Jahre ihm hat es mega gefallen. Er schwärmt heute noch davon, aber er meint, er will jetzt mal was anderes machen. Und dann wurde so, hat Daniel Sorge damals, der ehemalige Sous-Chef von hier, gesagt, schau dir doch hier mal um. Die eröffnen gerade neu, alles groß, alles neu. Und hat er sich beworben und dann haben wir uns kennengelernt und es hat gleich harmoniert. Also sowohl hier beruflich wie auch privat und ne, also ist mir ganz wichtig. Mhm. Also. Jetzt gehen wir nochmal auf die 2 Stationen kurz zurück, ne? Mhm. Weil bei mir war es immer so, egal wo ich gewesen bin, ich habe immer so 1-2 Sachen habe ich immer mit rausgenommen, an die ich mich auch immer erinnere. Ne? Kannst du das vielleicht auf Hamburg und auf Schwarzwaldstube beziehen, dass du sagst, das hat mich dort ein bisschen geprägt oder das ist ein Gericht, was ich so vielleicht adaptiert habe, mhm, auf hier oder ein Produkt oder in irgendein Teil, wo du sagst, Mensch, das hat mich so ein bisschen angefixt. Gerade Hamburg, die Küche von Christoph Röfer oder auch, das war meine erste Station mit 2 Sternen, ich bin da reingekommen und kenne hier gute Küche aus dem Hotelrestaurant, aber natürlich andere Dimensionen, andere Mengen. Meine erste Aufgabe, weiß ich noch, war Kerbel zupfen. Aber wir haben nicht die Blätter gebraucht, sondern die Stiele und schön Dings. Und ich habe mich da hingestellt. Ich glaube, ich habe einen halben Tag nur Kerbel gezupft und dachte, ich bin Depp. Aber das war halt einfach so mal dieses Runterkommen, fokussieren auf einzelne Aufgaben. Und ich glaube, das war für mich extrem prägend. Am Anfang auch sehr, man kommt sich halt vor wieder wie ein Lehrling, weil man alles von neu macht und nochmal. Aber das war ganz, ganz spannend. Und die ersten Tage dachte ich, ich koche schon ein paar Jahre, aber was geht hier? Und wo man sich dann da ein bisschen reingearbeitet hat und die Detailliebe und auch die tollen Produkte und sowas, das habe ich dann schon schnell angefixt auch, oder weil man gesehen hat, es geht noch besser. Also wenn man das mal so sieht, und da war dann gleich auch die Liebe für dieses Fine Dining da und was man machen kann, wie man kreativ kochen kann und diese Details einfach, die manchmal einen Ausschlag geben. Ne? Weißt du noch ein Produkt, was du gekriegt hast, wo du gedacht hast, das hast du vorher in deinem Leben noch nie gesehen? Ein Fisch oder irgendwas? Fische von der Qualität, die kamen manchmal schon sehr knapp, kurz vorm Service rein, aber in der Top-Qualität, und manchmal der Rüffer schon gezittert, ob wir noch rechtzeitig zum Service kommen. Oder wir haben lebende Langustinen bekommen von Fachhörer Norwegen oder Seeigel, die ich davor noch nie Verwendung hatte, oder jetzt auch von mir ein Lieblingsprodukt einfach ist, oder Langustin. Das sind einfach so Sachen, wo man halt in der Qualität davor keine Berührungspunkte hatte. Das war schon sehr spannend. Jetzt wollen wir ja nicht andere Restaurants groß feiern, sondern wir wollen ja uns jetzt hier feiern. Wir sitzen jetzt im schönen Restaurant Oeche Noire und mit Namen habt ihr was los. Da ist mir noch was anderes dann eingefallen. Es kommt gleich nochmal was. Und das ist 2019 eröffnet worden, aber es ist ein Teil des Oeschberghofs. Genau. Ja, das muss man ja nochmal hervorheben. Ja. Es gibt ja nicht nur das Restaurant, es gibt mehrere. Und bevor wir uns auf die Restaurants ein bisschen einschilden, ist es ja auch nicht schwierig, oder man braucht nicht lang googeln, dass man da einen zweiten Namen findet, der, ich sag mal, ein kleines Mysterium ist, aber doch irgendwie hier präsent ist. Und das ist der Name Karl Albrecht. Mhm. Für alle, die das nicht wissen, das ist einer der Aldi-Mitbegründer. Ja. Und der hat hier, so wie ich das recherchieren konnte, mal mit den Grundstein gelegt. Mhm. Auch wenn man sagen kann, so wie sich das heute hier darstellt, hat nichts mehr mit dem Grundstein von damals zu tun. Nee. Ne? Aber er ist halt hier drin. Aber vielleicht kannst du mal diesen Zusammenhang mal ein bisschen erklären, wie ist das entstanden, und vielleicht auch so mal so grob das Haus vorstellen. Mhm. Inklusive, was wir hier draußen noch sehen, einen schönen Golfplatz und Zeug. Ne? Ja, gerade mit dem Golfplatz, so entstand es auch ein bisschen, also auch eine Leidenschaft. Karl Albrecht golfen. So ist es ein bisschen entstanden. Wir sind hier in Donaueschingen, also wir haben ja auch ein großes, also direkt 2 Kilometer weiter, sage ich mal, von hier ein großes Logistikzentrum von Aldi, wo quasi dann fast die umliegenden 100 Märkte auch beliefert werden und auch koordiniert werden. Und so können wir quasi auch zu unserem Mutterkonzern dazu, als die schönste Filiale wahrscheinlich. Ja. Und wir sind ein großes Ressort, mittlerweile 127 Zimmer, haben 5 Restaurants, wir haben 45 Loch Golfplatz, also das auch
Kann man sich sehen lassen, also zwei komplette 18-Loch, einmal 9-Loch Academy-Kurs, wo wir schon große Zielgruppe ansprechen. Mhm. Und darüber hinaus haben wir einen großen Wellnessbereich mit Außenpool, mit Innenpool. Auch das, der Innenpool tatsächlich schon seit relativ von Anfang an, weil auch Karl Albrecht gerne geschwommen ist. Mhm. Ein langer Innenpool, wo man wirklich Bahn schwimmen kann. Und so ist es damals entstanden. Also viel kleiner Golfplatz, kleiner Rückzugsort, dann nach und nach das Hotel entstanden, aber mit der Zeit wahnsinnig gewachsen. Also wenn man das mal sieht, also ich glaube, als ich 2008 angefangen hat, hatten wir um die 150 Mitarbeiter fürs ganze Hotel, Golfplatz. Mittlerweile sind wir über 400. Also 400 also Mitarbeiter. Mit Golfplatz. Wir haben gerade auch, Ausbildung ist bei uns ganz wichtig. Also wir haben über 100 auszubildende Studenten in allen Lehrberufen. Wir haben eine interne Schulungsakademie, wo wir wirklich auch intern zusätzlich noch schulen, wo wir Schulungen für Azubis und Studenten machen. Und da ist schon wahnsinnig gewachsen, wenn man das so sieht, die letzten 15 Jahre oder 20 Jahre weiter. 400 Mitarbeiter? Mhm. Das ist ein mittelständisches Unternehmen. Das ist natürlich schon eine Dimension mittlerweile auch, was wir haben. Also mit den Outlets, mit den Restaurants. Wir haben Festsaal mit dran, wo wir Banketts haben. Wir haben, wie gesagt, einen großen Spa-Bereich. Golfplatz natürlich auch. Bedarf auch seine Leute. Riesengrundstück braucht viel Pflege. Also auch da. Ich kann nur empfehlen, hier mal vorbeizufahren. Ich bin vorhin schon wieder neidisch geworden und leicht depressiv, als ich diesen Rasen da gesehen habe. Das sieht aus wie Teppich hier. Ne? Also da gibt es wahrscheinlich auch ein paar Greenkeeper, die hier das rumflacken. Auch, viel Arbeit und viel Pflege, gerade bei den verschiedenen Witterungen. Also gerade das ist auch das sehr intensive. Ja. Lass uns mal kurz über die weiteren Restaurants gehen, bevor wir auf deins gehen. Also wir haben das Restaurant Esszimmer. Genau. Da gibt es, glaube ich, international. Unser größtes Restaurant, internationale Küche. Das ist auch, wo es Frühstück, glaube ich, da gibt es, ne? Frühstück, da werden die Hotelgäste, hauptsächlich ist das der Anlaufpunkt für die Hotelgäste. Kann aber auch von extern reserviert werden. Auch da gibt es jeden Tag 5-Gang-Menü für die Hotelgäste plus Dessertbuffet und alles. Also auch da schon auf hohem Niveau kocht, deswegen müssen wir noch mehr Gas geben. Aber da internationale Küche, genau. Da werden wahrscheinlich dann auch Veranstaltungen und Banketts auch mal mit drüber gezogen, wenn ihr Tagungen habt. Da wird alles Tagungen und sowas wird da größtenteils gestemmt davon. Ne? So, dann haben wir den Hexenweiher, Restaurante Pizzeria. Genau, das ist so ein bisschen, also nicht im Hauptgebäude, so ein bisschen am Golfplatz gelegen. Da, wie man schon sagt, Restaurante Pizzeria, italienisches Konzept mit tollen Pizzen, selbstgemachter Pasta, aber auch alles drum und dran, was man halt aus einer von einem italienischen Restaurant erwartete. So, jetzt, toller Qualität. Jetzt beginnt es langsam, unser Wortspiel. Ne? Das Öd zieht sich durch. Ja. Für uns Ossis ist das so ein Thema. Ne? Das ist die Öventhütte. Öventhütte, genau. Öventhütte. Ein bisschen so abgeleitet. Genau, genau. Das Öl von Öschberghof, das ist, zieht sich ein bisschen durch. Tatsächlich. Ja, genau. Also das ist rustikal alpenländisch, sieht man auch schön auf der Webseite ein Bild. Ne? Genau. Sehr, sehr nice. Da. Das liegt wirklich mitten auf dem Golfplatz. Und da, es hat auch angefangen, wir haben eine kleine Hütte mal hingestellt, wirklich so. Das ist auch eine kleine eigene Küche drinnen, ja, oder? Ja, wie man es von Après-Ski kennt, früher war das wirklich eine kleine Küche, wo man ein bisschen Vesperbretter, ein bisschen Schnitzel und sowas angeboten hat. Mittlerweile bestimmt schon zweimal erweitert worden, mit separater angebauter Küche, mit eigenen Kühlhäusern allen und mittlerweile auch gerade in der Region sehr für die externen Gäste sehr angefragt oder auch für Veranstaltungen, also auch Hochzeiten werden sehr viel drin gefeiert. Also. Dann gibt es eine Bar und eine Tagesbar und dann gibt es noch eine Vitalbar, die wird natürlich Anbindung wahrscheinlich am Spa haben. So, Achtung, nächstes Wortspiel. Sehr geil, also ich feiere das voll. Tanöshi. Tanöshi, genau. Japanische Spezialitäten. Genau, das ist noch gar nicht so lange, ich glaube es ist 1 oder 2 Jahre. Genau, ja, habe ich auch gesehen. Wo unser Tom, der macht da Sushi. Ja. Und das ist wie viele Sitzplätze haben wir da drin? Wirklich begrenzte Sitzplätze, das ist glaube ich 5 bis 6 Zweiertische, aber das ist so gelegen im Wohnzimmer quasi, also so, wo die Gäste sich tagsüber aufhalten, wo es tagsüber auch Kuchen gibt oder von der Barkarte, von der Tageskarte und da kann man sich eben Sushi bestellen, wenn man tagsüber ein bisschen Hunger hat oder auch abends. Ja, und dann gibt es noch zu guter Letzt Hainis Önothek. Önothek. Genau. Also wirklich super Thema. Thema Wein muss man ja mal, ne? Önothek Wein muss man mal ansprechen. Ich stand jetzt ein paar Minuten vorne, habe schon mal so ein bisschen, ne, wie so ein kleines Kind am Süßigkeitenladen, hing ich an der Scheibe und habe mal reingeguckt. Da, gibt's was zu sehen, ne? Da stehen ein paar Weine, die ein paar Euro kosten, oder? Das ist nur ein Lager. Nee, tatsächlich, Wein ist ein Riesenthema. Klar, zu gutem Essen gehört auch immer die passende Getränke dazu. Und
da haben wir mittlerweile eine schöne Sammlung angesammelt und es wird auch sehr gut angenommen. Also von unserer konventionellen Weinbegleitung über Grand Cru ist natürlich ein Riesenthema bei uns, was uns auch wichtig ist. Und euer Sommelier ist ja auch nicht ganz unerfolgreich. Nee. Ne? Hat jetzt auch neulich wieder einen Preis gewonnen. Sag mal einen Namen bitte. Bei den Busche Top 50 Sommeliers war wieder mit dabei. Michael Haney. Michael Haney. Deshalb Haneys Önothek. Das ist quasi genau. Noch. Und ist der für einen Weinservice dann abends im Eschenhorer auch mit? Also er ist auch unser Restaurantleiter und Chef Sommelier noch. Wir haben dann noch einen Sommelier, den Niklas Infeld, aber er ist quasi für den Wein und fürs Restaurant verantwortlich. Jetzt könnte man ja meinen, ne, wenn man hört Aldi und Albrecht und da, ich meine, ohne da mal disrespektierlich zu sein, da ist ja ein bisschen Geld unterwegs, historisch auch gesehen und mehr als verdient, aber da könnte man ja jetzt zurufen, naja gut, dann macht ihr halt mal ein bisschen und guckt mal, wie ihr hier zur Rande kommt oder auch nicht. Dem ist aber, glaube ich, nicht so. Ihr seid ein eigenes, kleines Wirtschaftsunternehmen. Ne? Sind wir also in dem Erfolg, wie wir schon vorausgefunden haben, gar nicht mehr so klein. Also ganz früher genau. Ich nehme das Wort klein zurück. Ja. Ihr seid ein eigenes Wirtschaftsunternehmen. Genau, ja. Also ganz früher war es wahrscheinlich noch ein bisschen, da war alles noch ein bisschen kleiner, da war es ein bisschen anders. Aber mittlerweile bei den Dimensionen, da kann man nicht einfach laufen lassen. Da muss man wirklich auch dahinter stehen. Da sind Budgets, da sind auch Kosten, die zu überschauen sind, weil auch bei der Anzahl an Mitarbeitern natürlich an Gehältern und Sachen. Also da kann man nicht sagen, das ist einfach so. Nehmt. Das geht runter bis ins Eschenhorer. Auch du kannst nicht sagen, jetzt hier, ich lass mir mal den Thunfisch aus dem Titisee angeln und guck mal, wie ich den, egal was der kostet. Also wenn es gibt, wer würde ich hören? Dann würdest du dir einen holen. Aber du musst auch ein bisschen gucken, dass das vom Deckungsbeitrag und sowas. Ja, wir machen genauso wie jedes Outlet unser Budget und wir müssen das erfüllen und schauen uns natürlich auch an Anspruch an mich selber, dass man wirtschaftlich denkt, Kosten hinterfragt und versucht, sie im Rahmen zu halten. Natürlich müssen wir natürlich auch schauen, dass die Qualität passt. Das heißt, Qualität hat natürlich Priorität, aber im Endeffekt, auch wenn ich mein Menü plane, muss ich schauen, dass die Kosten im Rahmen sind und kann ich auf den Putz hauen, wie ich denke. Also das macht absolut Sinn, ne? Hol uns mal ein bisschen ab mit den Stabsstellen, die wir jetzt hier haben. Es gibt wahrscheinlich eine Direktion, es gibt eine gastronomische Leitung. Genau. Kannst du auch gerne ein bisschen Name-Dropping machen, wenn du möchtest. Genau, wie ist die Aufstellung da? Also unser ganz Vorgesetzter ist quasi, wie wir schon gesagt haben, also von der Aldi-Seite ist Alexander Hengst, der quasi auch direkt hier in dem Logistikzentrum hier in Donaueschingen sitzt und auch viel präsent ist im Hotel. Also ist wirklich dabei, hat immer ein offenes Ohr und interessiert sich sehr dafür. Dann kommt unser Geschäftsführer quasi, Michael Artner, der ist dann quasi fürs Hotel zuständig. Wie eine Art Hoteldirektor, kann man auch sagen. Okay. Und dann haben wir mein direkter Vorgesetzter stand, David Breuer, kennt man vielleicht auch, aus der Traube Tonbach gewesen. Er ist unser F&B-Direktor, also für alle F&B-Outlets so verantwortlich. Und damit haben wir natürlich auch einen tollen Ansprechpartner, der sich natürlich in dem mit hier bestens auskennt. Ja, das ist schön. Ne? Bevor wir jetzt auf deine Küche ein bisschen einsteigen, das kannst du ja nicht alles aus einer Küche schicken. Ihr habt hier ein bisschen küchentechnisch aufgeteilt, ne? Ja. Klär da mal ein bisschen auf. Wie viele Küchen findet man jetzt hier am Standort? Also zunächst natürlich meine kleine Küche. Die auch nicht so klein ist. Nicht so klein, also man kommt gut zurecht. also quasi fürs Eschenhorer, wir produzieren auch, sage ich mal, 90% alles im Eschenhorer tatsächlich. Gerade wenn wir größere Geräte wie ein Flexi-Chef mal zum Soßenansetzen brauchen oder einen Kessel, dann haben wir noch Produktionsküchen. Also die gibt's auch. Esszimmer dann natürlich eine große Küche, wo die komplett produzieren. Auch mit Patisserie natürlich, dann wo auch die ganzen Gebäcke und Sachen gemacht werden. Dann haben wir im Kellergeschoss in unserer Essbar, das ist quasi unser Mitarbeiterrestaurant, wo es dann täglich von morgens bis abends auch Personalessen für die Gäste gibt, haben wir noch eine Produktionsküche angeschlossen, wo wir quasi auch nochmal ausgestattet sind mit Kesseln, Flexi-Chef, Kombidämpfer, Schockfroster, wo man wirklich auch produzieren kann in größeren Mengen. Und Kugelschill wahrscheinlich auch zeitversetzt wahrscheinlich. Genau, alles, ne? und so können wir halt auch für größere Veranstaltungen vorproduzieren einfach oder gut produzieren. Ne? Das ist ja das Tolle bei dir, ne? Ohne dass wir uns jetzt ja schon so lange kennen oder eigentlich noch nie gekannt haben, aber da du ja diese Evolution hier im Haus mitgemacht hast, da du das ja bekleidet hast, hast du ja auch den einen oder anderen Küchenumbau
direkt oder indirekt mitbelebt, erlebt und konntest ja in deiner Küche auch ein bisschen mitbestimmen, ne? Ein bisschen mit den Orten. Das ist natürlich auch sowas, was Köche, die häufig wechseln, oder die halt gerade in den Wanderjahren viel durchmachen, die sehen zwar viele Küchen und sagen, ja, das habe ich dort gesehen und das war so, aber du hast ja so einen kleinen roten Faden, du hast ja damals die erste Küche, dann kam die zweite Küche und dann das und das. Du bist wahrscheinlich auch was so das planungstechnische Sparringspartner für Küchenplaner und sowas, bist du wahrscheinlich richtig gut drauf. Ne? Also du hast da schon, du weißt ungefähr, wie eine Küche, was es heißt, eine Küche zu planen und zu bauen. Das ist auf jeden Fall, wie es funktioniert. Klar, nach 5 Jahren würde ich wahrscheinlich die eine oder andere Sache schon anders aufteilen. Also da ist immer dabei, aber nee, wir sind mit unserer Küche, also ich war damals auch schon involviert, also das war ja dann quasi schon bevor ich dann wirklich auf Wanderschaft gegangen bin, der Hauptteil hat dann damals unser Küchendirektor Peter Schmidt gemacht und ich habe damit drüber geschaut und wurde immer ins Boot geholt, aber ist schon spannend, wenn man mal sieht, wie sowas entsteht und die Planung und dann vom nächsten Plan bis zum nächsten. Genau. Schon spannend, wie sowas Hygiene entsteht. Hygiene und Sockel und alles, was da so kommt. Wenn, so wenn Dinge, das, die du gar nicht bedacht hast. Wenn man so Sachen hat, nee, hier kann kein zweiter Abfluss hin, weil aufgrund der Statik, wo man denkt. Oder wenn so dann so. Hindernisse wohl. Mein Lieblingssatz ist dann immer, ja, das geht nicht wegen Brandschutz. Ne? Ja. Wo du denkst, ja, wo Brandschutz? Wir reden doch jetzt hier von einem Waschbecken. Ne? Nee, das geht nicht, weil da ist eine Brandschutz und da muss das noch. Und also das ist schon sehr, sehr aufregend. Ne? Dass du gut kochst, das kann man jetzt mal vermuten. Ja, es gibt aber eine Sache, die ist 100% sicher. Okay. Die Gäste, die hier rein müssen, die müssen erst einmal an deiner Küche vorbei. Das ist richtig. Da gibt's keinen anderen Weg. Ja. Die können nicht über die Decke sich reinhängeln oder was, sondern die müssen an deiner Küche vorbei. Vielleicht erklärst du mal den Weg vom Eingang bis, wo sie sich hinsetzen, was passiert da schon mal? Das ist ja schon ein Erlebnis für einen Gast, ne? Genau, also wenn man im Ressort ist und dann quasi auch ins Echenoir möchte, zunächst, wie du schon gesagt hast, man muss an unserem Weinschrank vorbei, also oder unser Wein. Lager, da ist ja auch voll verglast, wo man so einen Teil unserer Weine sieht. Dann geht's rein und im Prinzip. Da steht eine Magnum-Flasche direkt vorne am Eingang. Da hängst du mit den Augen plötzlich dran. Ne? Ich blende das auch ein. Ich musste vorhin gleich mal heimlich ein Foto machen. Mhm. Unglaublich. Ja, wir posten ja auch ganz gerne unsere Grand Cru-Begleitung. Da kriegen auch einige Lust drauf auf jeden Fall. Ja. Und nicht ganz dumm. Da muss man vorbei auf jeden Fall. Und wenn man dann ins Restaurant eintritt, dann läuft man tatsächlich erstmal einen Gang durch und das ist quasi an der Küche vorbei. Also die ist voll verglast. Ist zwar geschlossen in sich, also der Pass geht in die andere Richtung, Richtung Servicegang, aber die Küche ist komplett verglast. Angefangen von der Patisserie, dann geht's vorbei am Entremetier, Saucier und der Garde-Manger ganz vorne. Und dann steht man im Restaurant. Gibt es so eine Art Credo oder gibt es da irgendwas, wenn die Gäste da reinkommen? Ich meine, du hast ja dann Augenkontakt, ne? Du bist trotzdem am Machen. Also grundsätzlich muss ja erstmal die Küche dann ordentlich und sauber und aufgeräumt sein. Ne? Das steht ja mal außer Frage, aber du hast ja dann so einen ersten Kontakt. Also nicht nur du als Patron und als Küchenchef und alles, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen auf dem Posten, die sehen ja, wer stiefelt jetzt hier rein in den Laden. Ne? Also da gibt es ja auch schon die erste Verbindung zum Gast, oder? Ja, das ist ganz spannend, aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt alle Spalier stehen müssen und gibt's keinen. Also klar, wenn die Gäste reinkommen und die winken dann freundlich, dann lächeln wir natürlich zurück. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir alle Spalier stehen und wenn die Gäste dann reinkommen, also wir arbeiten ganz entspannt weiter, schauen freundlich, winken zurück, grüßen, auch wenn man es nicht hört. Aber nee, wir machen unsere Arbeit und ist einfach spannend für einen Gast, glaube ich. Er kann so ein bisschen reinschauen, er kriegt was für eine Atmosphäre in der Küche mit und auf der anderen Seite auch für uns. Also ich glaube, fürs Team ist auch spannend, wenn man auch so ein bisschen was vom Ambiente mitkriegt. Wenn die Gäste auf Toilette gehen oder rausgehen und nochmal einen Daumen hoch oder lächeln, einfach, dass die gute Stimmung ist. Ich glaube, das ist auch ein gutes Feedback für die Mitarbeiter und ja, ich glaube, so die Jahre, wo man sich im Keller versteckt in der Küche und nichts wissen will von den Gästen, sind vorbei. Ich glaube, jeder freut sich auch über eine gewisse Bestätigung, wenn er einfach zum tollen Abend beitragen konnte. Ich will nicht wieder auf diesem Thema Mitarbeiter und wie das Verbindung untereinander ist. Da hat auch der Philipp Vogel in der letzten Folge zu mir so eine Sache gesagt. Eigentlich ist es nichts Besonderes, dass man mit seinen Mitarbeitern und Kollegen gut umgeht. Das ist was Selbstverständliches. Ne? Und ich darf ja auch mal an den Ranglisten-Podcast verweisen, in dem du schon mal vor 1 oder 1,5 Jahren mal drin warst. Da hast du auch einen ganz tollen Satz gesagt, wo du gesagt hast, die Zeiten, wo in Küchen geschrien wird und wo alles ist, die sind auch für dich vorbei. Nicht auch für dich, sondern die sind vorbei. Und das bringt ja keinem auch irgendwelche Punkte, ne? Sondern es ist eher im Miteinander. Und wenn es ein Thema gibt, wird das ordentlich vernünftig angesprochen und ausgeklärt. Aber das ist jetzt hier Down Shepherd und was auch immer. Die Zeiten sind ja Gott sei Dank. Ich glaube, das ist viel wichtiger, dass die Leute dahinter stehen, was sie machen. Dass sie auch Bock haben darauf, was sie machen. Und ich glaube, über Druck
erzeugt man keine besseren Ergebnisse. Ich glaube, einfach durch ein Miteinander und durch eine gute Stimmung wird das Ergebnis viel besser. Und wenn auch die Leute von sich selber aus Lust haben, gute Leistung zu liefern, glaube ich, ist viel wichtiger. Also ich sage auch, das ist ein total bekloppter Spruch, aus Druck entstehen Diamanten. Das war vielleicht früher mal so eine Metapher irgendwas. Also, das macht zum Glück keiner mehr mit. Und nee, das ist auch ganz gut so. Also, das ist ein schöner Satz. Ne? Das macht zum Glück keiner mehr mit und das ist auch gut so. Und das sollte jeder für sich auch so einfach mal hinnehmen. Ne? Jetzt mal Hand aufs Herz. Die Situation damals, du bekommst den ersten Stern, dann kommt Corona, das war natürlich nicht geil, du wusstest gar nicht selbst so richtig wie und was. Hast du dann, nachdem du dich dreimal geschüttelt hast und wieder mal in die Küche durftest, hast du dann gesagt, okay, ich habe jetzt den Stern, den will ich verteidigen, oder hast du gleich gesagt, nee, Freunde der Sonne, hier geht's weiter. Wo ist das Zweite? Wie war so dein Mindset zu dem Thema? Ja, also habe mich mega gefreut über den ersten Stern. Also gerade wo wir gefahren, ich war der Letzte, ich habe immer gesagt, nein, bitte nichts schreiben von Sterne-Restaurant, wir haben keinen Stern und alles. Also wurde natürlich, wo wir geöffnet haben, immer gleich, die Presse schreibt dann immer ganz viel. Da war ich der Letzte, wo gesagt hat, wir kriegen auf jeden Fall einen Stern. Also ich war da immer sehr vorsichtig, wo man dann gemerkt haben nach einem halben Jahr, es läuft gut an, das Feedback ist toll, da strebt man natürlich darauf hin und dann zwei Wochen vor war ich natürlich auszutreten, kriegen wir einen oder kriegen wir keinen. Aber ich war der Letzte, der gesagt hat, wir müssen jetzt im ersten Jahr einen Stern kriegen. Und ich habe auch nicht den Druck gekriegt, also von dem Unternehmen, also dass wir jetzt einen haben müssen. Aber wenn man natürlich dann mal so angefixt ist und ersten hat, dann will man natürlich besser werden. Aber ich habe nie damit gerechnet, dass wir den zweiten im zweiten Jahr bekommen. Also das war dann schon... War eine totale Überraschung. Ja, das war, also da habe ich nie damit gerechnet. Ja. Also das war schon Wahnsinn. Ja. Kannst du im Nachhinein nachvollziehen, wann jemand da war? Weißt du das ungefähr? Oder? Tatsächlich nicht. Nee. Also nee. Nee. Ich hatte mal Julia Kommt, die habe ich da auch ein bisschen ausgequetscht, weil ich feiere diesen Moment, ne? Sie hatte dann irgendwie eine Vorahnung, gut, die steht natürlich auch ein bisschen mehr im Presserummel, ne? Oder ist ihr Gesicht ja durchs Fernsehen ein bisschen präsenter. Aber sie hat dann so eine leichte Vorahnung gehabt, aber wusste es auch bis zum Schluss nicht. Wie war das bei dir? Gab es da irgendwo mal so einen kleinen Hinweis, so ein Augenzwinkern irgendwo? Oder saßst du wirklich, wie du es vorhin gesagt hast, vom Rechner und hast gedacht, ja, komisch, jetzt sagen sie meinen Namen? Oder Also bei der Vergabe? Ja. Da haben wir natürlich dann schon ein bisschen drauf gehofft, dass vielleicht was passiert. Natürlich, wenn man von Kollegen mitkriegt oder so, wo auch so im gleichen Boot sitzt und ein bisschen redet. Und wenn man eben schon auch so, wir wurden damals auch schon vom Gusto sehr gut bewertet, wo man sehr gut eingestiegen sind mit 8,5 waren. Und da hat man natürlich schon so ein bisschen gemerkt, oh, vielleicht sind die Ambitionen da. Also wir kriegen auch super Feedback. Und dann hat man natürlich drauf gehofft, aber ich wollte nichts hören, bevor ich es nicht schwarz auf weiß gesehen habe. Also ich war sehr, sehr vorsichtig mit solchen Einschätzungen und wollte auch nicht, ich finde es immer sehr schwer, sich selber zu bewerten. Da lasse ich gerne andere machen, aber da war ich doch noch mit Demut und habe gedacht, ja. Okay. Wenn ich sehe, dann glaube ich sofort. Und wie war es beim zweiten? War das auch virtuell oder warst du dann da? Nee, das war auch virtuell. Also ich habe es leider nie zur Veranstaltung geschafft. Also beim dritten dann, oder? Ich komme auch gerne mal so als Gast. Also. Okay. auch die wurde dann virtuell quasi vergeben und das war dann wirklich. Der zweite kam jetzt wann? Wann war das? Im Jahr drauf, also 21. Ja. 21, aber den habt ihr ja verteidigt. Den haben wir jetzt zum dritten, vierten Mal verteidigt. Und da warst du jetzt aber dann auch präsent vor Ort mal, nee, oder? Tatsächlich nicht. Also da wurden jetzt nur die neu Vergebenen wurden eingeladen. Also, tatsächlich habe ich die Veranstaltung nie mitgemacht, aber wir haben die zwei Sterne, das ist alles, was zählt. Das ist ja klar. Es war halt komplizierte Jahre. Ja, das glaube ich. Ja. Ich habe auch mal mit Edip Siegel, der hat ja jetzt seinen dritten Stern bekommen in Aschau, da haben wir auch drüber gesprochen und das ist schon, ja, also ich ziehe da absolut größten Respekt, ne? Jetzt gehen wir mal auf die Gerichte, weil man soll es nicht glauben, es ist ja der Küchenschnack-Podcast und deshalb sollten wir auch ein bisschen über die Küche reden oder ein bisschen viel, wie auch immer. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das. Ich liebe es, wenn die Karten nicht groß ausformuliert sind, sondern relativ einfach gehalten ist, ja. So wie man das ja auch macht. Vielleicht kannst du aber mal ein paar, ich will nicht sagen Geheimnisse, aber vielleicht ein bisschen was erklären, was du hier kredenzt, und es geht los mit einem Gericht,
was ich persönlich extrem liebe, und das ist, was ich vorhin schon mal gesagt habe, den Thunfisch, der übrigens nicht aus dem Titisee kommt. Ja. Und Olli Meurer, ich weiß, dass es ein Salzwasserfisch ist, ne? Nur mal so vorab, aber gut. Was ist der Belfego-Thunfisch? Was gibt es da? Was kann ich da erwarten? Ja, da haben wir eine kleine Rolle aus Tartar. Also wir haben aus dem Carpaccio, wo wir quasi Tartar einrollen. Dazu gibt es ein bisschen Kohlrabi, also um alles ein bisschen frisch zu machen, mit einem Kohlrabi-Verjus-Sud, wo dann quasi auch noch ein bisschen Säure reingibt. Wir haben noch ein bisschen gepickelte Elemente, einfach, dass es ein bisschen frisch bleibt, gerade für den Anfang. Und genau, das ist also relativ Ding. Mit Shiso haben wir noch mit dabei. Hm. Dass ein bisschen noch so ein bisschen das Blumige oder so mit rauskommt. Und ja, also. Aber es ist im Prinzip ja. Als Sashimi, also roh oder roh, ja. Macht ihr kurz außen mal Krickel? Kein Tataki, also wirklich außen Carpaccio und dann Tatar, wirklich auch relativ puristisch abgeschmeckt, also ist gar nicht viel dran, weil das Produkt an sich braucht eigentlich nicht viel, ja. Und dazu ein bisschen Säure dazu einfach. Und es kommen noch ein paar Gänge danach, also genau. Da muss man ein bisschen leicht bleiben. Dann hast du europäischer Hummer mit Blumenkohlpilze, Kokos und Koriander. Genau. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen? Ja, das haben wir so ein bisschen von der, also auch Asien ist so eine Leidenschaft von mir, oder da haben wir immer ein bisschen was drin, weil es einfach auch so ein bisschen Leichtigkeit reinbringt oder so ein bisschen andere Aromen. Und das ist so ein bisschen an die Tom-Yam, also von Tom-Yam-Sud dabei, quasi mit Krustentier angelehnt, und damit halt alles so ein bisschen, also dann haben wir Blumenkohl, so wie so ein Blumenkohl-Couscous, also mit rohem Blumenkohl, mit Kaffee-Limette mit drin. Wir haben eingelegte Buchenpilze drin, wir haben so eine kleine Sphäre mit einem Shiitake-Kompott, mal quasi mit Sojasauce und so mit einer Art Ponzu quasi abschmecken. Und so, also auch ein bisschen Schärfe, ein bisschen Säure mit drin, ne? Okay. Viel Umami drin und dazu gibt es noch ein bisschen Korianderöl, Krustentieröl und genau. Gibt es das Menü oder kann ich auch einzelne Komponenten wählen bei dir? Man kann auch einzelne Komponenten. Also wir haben immer zwei Menüs. Einmal das Menü Noir, genau. Das man in 5 bis 7 Gänge wählen kann. Einmal das Menü Vert, was komplett vegetarisch ist. Mhm. Genauso 5 bis 7 Gänge. Aber wir sind eigentlich also frei, wenn jemand was nicht mag, dann kann er was vegetarisch austauschen oder hin und her springen oder 2 Gänge vegetarisch essen, was auch immer. Sehr spannend ist, also was auch viele Gäste sehr feiern, einfach weil sie sagen, das Vegetarische ist jetzt das gleiche Erlebnis, das ist auch meine Meinung, aber wie jetzt, ob ich jetzt mit Fischfleisch esse, muss ich den gleichen Anspruch haben ans vegetarische Menü. Und also auch da sind wir offen. Wenn da mussten wir Köche uns auch umstellen. Ja, ist auch für uns spannend gewesen, aber ich glaube, mittlerweile muss einfach noch kreativer arbeiten. Ich glaube, das strengt natürlich ein bisschen mehr an und fordert ein bisschen heraus, aber es ist eine spannende Sache, und wenn man halt so aus vermeintlichen einfachen Gemüsen, sage ich mal, spannende Gerichte zaubert, ich glaube, das ist bei den Gästen oft noch imposanter, als wenn man jetzt aus einem tollen Steinbutt oder wie auch immer, da hat man halt einen Hauptdarsteller. Bei was anderem macht man aus Blumenkohl was Spannendes. Ja? Wir Entremetiers, wir sind die Größten. Ne? Auch wenn wir immer ein bisschen unter dem Scheffel stehen. Ne? Genau, dann hast du den Färöer Lachs und dann, aber hier, da möchte ich noch mal ein bisschen reingehen, und zwar hast du die Schalangente. Ja. Erzähl mal dazu, was erwartet mich da? Klassische Blutente aus Frankreich. Also gerade zu mir mögen einfach diese Grundprodukte aus der französischen Küche, ohne diese Schwere und wo man es vielleicht von früher kennt. Also einfach modern, reduziert dargestellt und auch, wie du schon gesagt hast, von der Kartengestaltung. Also es ist kompakt geschrieben und ich glaube, so ist auch unsere Küche. Also bei uns steht Kartoffel auf der Karte, nicht dreimal gedrehter Erdapfel oder was? Wir wenig dogmatisch, glaube ich. Und ich glaube, das ist eine Küche, sie ist nahbar, sie ist Top-Produkte, gut gekocht, aber ohne zu verspielt sein zu wollen oder zu arg provozieren zu wollen, ich glaube. Und so ist auch, das ist die Schalo-Ente, also eine Top-Ente. Dazu gibt es noch ein Knödel mit einem Entenkonfit gefüllt, eine Entenessenz angegossen, wir haben Pfifferlinge, wir haben ein bisschen konfierten Lauch und noch einen Pfifferlingsschaum auf dem Hauptteller. Aber was serviert ihr dann? Die Brust? Oder? Die Brust und die Keule konfieren wir quasi und wir machen ein Konfit draus, wo wir dann quasi diesen gedämpften Knödel füllen aus den Karkassen, klar, da ziehen wir die Essenz und so wird eigentlich alles verarbeitet. Ja. Anstatt der Schalo-Ente machen wir auch ganz gerne, also ich liebe es auch Innereien. Da kannst du auch mal sehen, es steht eine Forka auf, ein Kalbsbries auf. Wir hatten auch schon Bäuscherl, also wirklich Herz, Lunge, also da das einfach. Das ziehst du durch? Wir haben das gemacht, Kalbsbäuscherl mit Kaviar damals. Also, ja, wer isst das nicht? Auch schon Froschschenkel, also wir wollen ja auch ein bisschen für die Lust haben, was zu probieren oder Sachen, die vielleicht nicht jeden Tag im Restaurant sieht, anbieten. Und wie gesagt, wenn es jemand nicht mag, wir haben Alternativen. Also da finden wir was, aber
gerade Elblerlamm, ja. Hm. Hauptgang ist auch so ein Lieblingsprodukt von uns, eine Familie Stotz aus Münsingen, Schwäbische Alb. Wir waren schon da, haben ja, uns das heißt so, das ist im Prinzip, Entschuldigung, das ist jetzt ein Ortsname oder was? Nee, was ist von der Alp, also ah, Elbler, von der Alp, jetzt, von der Schwäbischen von der Alp. Alp. Okay, jetzt. Und, oh, jetzt wird mich der Baudi hassen. Natürlich ist das gut. Die Alp, ja, natürlich, die Elblerlamm. Jetzt habe ich es kapiert, okay. Nee, und von der Familie kriegen wir es wirklich schon seit Anfang an. Und wir kriegen ganze Röcken, die wir quasi in Haus noch reifen lassen und so, also wirklich junge Tiere, aber auf den Punkt zart und das kommt immer sehr gut an und wir freuen uns so jedes Mal, wenn es auf der Karte steht. Weil die bekommt ihr dann küchenfertig angeliefert sozusagen, oder? Wir bekommen ganze Rücken am Knochen, bestellen dann noch Keule, Schulter, kriegt man separat schon. Ist dazu. Dann auch ein bisschen für den Lehrling wahrscheinlich zum wieder, Schmoren. Ne? So, dass tatsächlich mache ich die meistens selber. Ah, okay. Ne, ist also ein bisschen, aber ja. Aber klar, die Lehrlinge, die machen das mal mit und machen auch mal und schauen auch mal. Jetzt letzte Woche haben wir mal die Enten, da habe ich auch mit unserer Azubine gemacht und so. Das ist schon auch wichtig, dass sie mal ganze Tiere sehen und solche Sachen oder auch Fahrerlachs zerlegen und sowas, wo man dann vielleicht in anderen Küchen, größeren Küchen, dann doch mehr Filets geschickt bekommt aufgrund der Größe. Da macht man das schon auch, wir haben immer einen Azubi im Team, das mit denen das auch mal machen. Ja. Was ist Maximumbelegung im Restaurant? Also es dreht sich alles um die 30, wir machen plus, minus, also sag mal 35 max. Ab 30 machen wir Warteliste und schauen einfach, wie die Tischverteilung ist, dass wir halt den gleichen Service gewährleisten können. Bankets machen wir auch größer. Also wenn wir für Exklusivveranstaltungen kriegen wir, glaube ich, 50, 60 Gäste hier rein und dann machen wir das okay, auch größer. Aber für einen à la carte Betrieb machen wir 30. Wo ist denn dein Job jetzt im Service? Also was dein Job ist, ist klar, ne? Aber es ist jetzt der Service, wir haben, ich sag mal, irgendwas 25, 30, ein durchschnittlicher Abend. Wo findet man dich dann in der Küche? Sossi Postone. Also du bist nicht nur Annonce und rein, sondern du hast deinen eigenen Posten ich dann. Ich mache meinen eigenen Posten, ja. Also ja. Im Prinzip, ich habe auch schon nur dem Sossi zugearbeitet, wo wir einen Chefsossi hatten und habe dann Pass gemacht, aber ich liebe es einfach noch, also ich koche gerne und deswegen eigenes Mieter. Das kommt auch rüber bei dir. Ja, also das nimmt man dir sofort ab, ne? Und von dem her, also Fischfleisch, Soßen, ist dann, da findet man mich abends und mein Sous-Chef dann passt tatsächlich, ja. Ja, feine Sache. Und dann musst du natürlich mal noch ein bisschen was übers, wie angesprochene, das Menü wert, also das Vegetarische sagen. Da gehen wir jetzt mal nicht alles durch, aber vielleicht mal so ein Produkt, was ich lieben gelernt habe in meiner Zeit in Amerika, das ist die Artischocke. Da habe ich jahrelang eine absolut blöde Bewertung gegeben, also sie hat mir nicht geschmeckt und war sowieso so viel Arbeit und 80% Abfall und alles, ja, also es war, und dann hat es auch noch immer gekrabbelt an den Finger, wenn du die falsch ausgelöst hast. Was gibt's, wenn ich Artischocke, Bohne, Zitrone und Knoblauch bestelle? Es ist Arbeit tatsächlich, aber eine schöne Arbeit und was rauskommt, das lohnt sich einfach. Ja. Wir haben tatsächlich kleine Porphyraden, also Mini-Artischocken, die werden turniert, also wirklich ausgelöst. Ah, das sind die kleinen dann? Das sind die kleinen und die werden dann quasi so ein bisschen süß-sauer gegart, also mit Weißwein, mit ein bisschen Essig, mit Schalotten, Knoblauch, Estragon, werden die quasi, legen wir die ein und garen die. Und werden noch eingeweckt. Also die werden vorbereitet, dass die ruhig ein bisschen durchziehen und die werden auch ein bisschen dann beim Service ein bisschen angeröstet, glasiert. Dann haben wir noch einen Artischockensalat dabei, von großen Artischocken. Wir haben eine konfierte Kartoffel, Annabelle-Kartoffel, die man dann nochmal vorkonfieren und dann nochmal nachbraten, ein bisschen rösten. Dazu gibt's einen Knoblauchschaum. Wir haben ein bisschen Amalfi-Zitronen-Konfit dabei, ein bisschen gerösteten Knoblauch, genau, und ein bisschen Bohnen. Wir haben Kokobohnen dabei, Erbsen dabei, Kenia-Bohnen dabei, das Ganze spielt sich so ein bisschen durch. Also ein bisschen die saure Artischocke, ein bisschen so mediterran, ein bisschen Knoblauch, so einen leichten, luftigen Knoblauchschaum von jungen Knoblauch. Und schönes Sommergericht und jetzt gerade. Checkt das mal ab. Ihr könnt das auf der Website sehen. Da ist das Menü auch online, wahrscheinlich auch tagesaktuell dann immer abgebildet. Ne? Wie oft wechselst du das Menü circa? Wir sagen so einmal im Quartal muss alles neu sein. Okay. Auch gerade für uns muss immer spannend sein. Muss eine Herausforderung, brauchen wir nicht reden. Ne? Das ist ein Riesenthema. Also das könnt ihr gucken. Gibt es ein Produkt, was so in den letzten, ich sag mal, 1-2 Jahren für dich ein bisschen mehr in Fokus gerückt ist? Oder ein Fleischteil, Fisch oder was auch immer? Oder bist du da aufgrund der breit aufgestellten Situation, was man ja in der Karte widerspiegelt sieht, offen für alles? Wir sind immer offen für alles. Also ich glaube, wir machen auch, ob es jetzt, es muss jetzt nicht immer Lamm oder Rind sein, wir haben auch mal ein Ferkel auf der Karte. Beim Fisch
muss nicht Steinbutt oder Seezunge sein, also ich liebe Rochenflügel, also auch den findet man einmal im Jahr meistens in einem Menü, weil es einfach ein spannendes Produkt ist, also solche Sachen, also das müssen nicht immer die High-End vermeintlichen Produkte sein, manchmal sind auch Da wissen dann deine Zulieferer auch, wenn es irgendwas mal auf dem Weltmarkt gibt, ja, dann klingelt schon mal dein Telefon und sagt, hier Manuel, da gibt's was. Lass uns mal drüber reden. Die Qualität muss halt passen, das ist immer. Also es müssen nicht die vermeintlichen High-End-Produkte sein, es müssen einfach Top-Produkte sein. Und wie gesagt, ist auch eine Scholle toll oder ein Rochenflügel und auch ein Ferkel gibt es in der super Qualität. Also und so. Jetzt hast du ja gesagt, Beutel und Herz und was ist. Gibt es auch was, wo du sagst, da ist meine Grenze erreicht, das kommt man nicht auf den Tisch oder da bin ich nicht so ein Fan von? Ja, also ich glaube immer, es geht immer um Geschmack. Also ich glaube, wenn es mir oder uns nicht schmeckt, dann brauchen wir es nicht servieren. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass wir machen keine Produkte, um zu provozieren, wir machen sie. Es muss ethisch sein, ne? Glaube ich, Das ist richtig, ne? Klar haben wir auch Produkte, die immer im Zweifel sind, wir servieren vor. Ja. Aber auch da schauen wir natürlich, wo wir es herbekommen, was wir herbekommen, um es weitestgehend natürlich so ethisch zu machen, wie es geht. Aber wir machen jetzt nicht irgendwelche Produkte auf die Karte, nur um zu provozieren. Es steht immer der Geschmack im Vordergrund. Okay. Kennst du Tarek Rose? Schon mal was von ihm gehört? Hamburg. Tarek Rose ist auch ein Fernsehkoch. Mhm. Richtig cooles Format. Musst du mal googeln. Ja. Mit dem hast du was gemeinsam. Okay. Der war nämlich auch schon zweimal im Küchenschnack. Wirklich ein toller, lustiger Zeitgenosse. Und mit dem hast du was gemeinsam. Mhm. Ihr teilt eine Leidenschaft. Und liebe Zuhörer, wenn ich mein kleines Setup aufbaue, mein hochprofessionelles Setup, für alle, die bei YouTube gucken, ich nehme mit dem iPhone auf, hatte ich selten Köchinnen und Köche gehabt, die so interessiert waren an dem, was ich aufgebaut hat. Und das hat einen Grund. Und jetzt kommt das, was du mit Tarek gemeinsam hast. Du machst nämlich auch gerne Fotos. Mhm. Und wenn ich das mal sagen darf, du machst schöne Fotos. Dankeschön. Ne? Ja, du hast eine eigene Instagram-Seite, die nennt sich Manuel_Ulrich mit einem L. Mhm. Und das ist eine kleine Leidenschaft von dir, ne? Ja. Hat ist ein bisschen weniger geworden zeitgemäß, aber seitdem du einen zweiten Stern hast, oder? Ja, auch. oder die Bilder sind andere geworden. Jetzt gibt es mehr Foodbilder und weniger Street- oder Reisebilder. Aber ja, es ist einfach auch das Visuelle oder das Kreative, auch da macht einfach Spaß, schöne Sachen abzulichten und schöne Szenen zu setzen. Es war nicht unhöflich vorhin von mir, ne? Aber ich wusste, dass ich die Frage noch später stelle, weil du hast mich gefragt, ja, mit was für Kamera arbeitest du? Ja, das interessiert mich immer. Deshalb frage ich dich, was ist denn so deine Kamera? Ich habe mal irgendwo gelesen, du hast Hashtag manuelle Fotografie mal genommen, irgendwo mit auch, drin. Also ne? Auch analoge Fotografie. Analoge, aber, ja. Aber auch da einfach Zeit wenig. Hauptsächlich Fuji, weil einfach dieses Retro-Inspirierte trotzdem mich interessiert. Also habe ich sehr viel. Also gerade dieses ganze Retro und auch das Analoge und so, das interessiert mich und da. Aber du entwickelst du auch selber eine Ehe, oder? Nee, lass ich entwickeln und das meiste digital und auch da bearbeiten und so macht mir einfach Spaß, wenn ich Zeit habe. Und mit welcher Kamera machst du das? Mit der Fuji X-Pro 2. Also wirklich retro-inspirierte Kamera und auch kein Zoom-Objektiv, nur Festbrennweiten, das heißt, man muss laufen. Das ist einfach spannend, wenn man unterwegs ist. Ja. Tarek Rose schwört auf die Leica. Ja. Die muss wohl sauteuer sein. Die ist richtig teuer. Er hat sie immer um wie so seine, wie ich mein Handtäschchen, wenn ich über die Straßen gehe, ne? Aber er liebt die. Ne? Und wenn ich dich jetzt frage, was sind so deine Lieblingsmotive? Das wechselt auch ein bisschen, oder? Ja, das wechselt wirklich. Also ich setze gerne auch gerade hier, also wenn wir ein neues Menü machen, fotografiere ich immer, also es gibt fürs Team immer ein Handout, wirklich, wo dann alles ganze Menü dann dokumentiert steht, was welche Produkte drauf sind und da macht man dann auch, wenn ich Zeit habe, dann auch mein Setup aufbauen und dann wird auch die Gerichte abgelichtet. Aber klar, im Urlaub einfach so unterwegs, einfach so, wenn man in anderen Ländern ist, so ein bisschen die Kulissen einfangen, so die Gäste, auch die Street, die Food-Märkte und so, einfach so ein bisschen da das abzulichten und Also wenn ich dich jetzt frage, von unserem Lamm oder von der Ente, wo wir vorhin gesprochen haben, da könnte ich dich fragen, ob du ein Foto hast. Vom Lachs, vom Hummer habe ich auf jeden Fall Bild. Lamm, ja, ich denke. Ja das wäre doch mal in dem millionenfach geklickten Küchenschnack YouTube, kannst du mir doch mal 2-3 Fotos zur Verfügung stellen. Schick ich gerne. Und dann, während du das erklärt hast, lasse ich die einblenden. Machen Sie. Da machen wir doch mal was, da kannst du mal mit...
Mit Wissen protzen, ne? Da, was da für schöne Fotos sind. Also wie gesagt, ich gucke das schon länger bei dir an und ich glaube, das eine oder andere Foto auch auf der Hauptwebseite vom Öschberghof stammt wahrscheinlich auch von dir, ja. Oder? Wenn ich das richtig übereinander lege. Die Bilder, also wir haben ja vor 2 Jahren noch ein Kochbuch gemacht, haben den Lukas Kelchgas, einen richtigen Fotografen geholt, ja. Weil es einfach andere Herausforderungen. Da hat er der Zahn ein bisschen getropft, oder? Aber ja, da war ich dann auch immer ganz gespannt dabei. Hat auch mega Spaß gemacht, aber ja, einfach aus Zeitgründen ist dann einfacher, wenn ich mein Setup kurz aufbauen und was mache. Also eine Frage, die ich immer habe, nicht nur beim Küchenschlag, sondern auch bei allen Fotos, wie dokumentierst du da das? Ist das, du machst das dann in Ordner und tust die dann irgendwie chronologisch auf Datum? Ja, in dem Programm wird es einfach wirklich nach Jahren, Monaten und dann nach Anlass sortiert. Und die analogen, wie machst du das? Die einscannen und dann auch ablegen. Ach, die scannst du? Oder ich bestelle sie als Scans. Also entwickeln mit Scans geht natürlich auch. Ja, ja, ja. Aber das sind ganz wenige geworden. Also okay. Ich freue mich schon, wenn die Kameras draußen im Regal stehen. Ach so. Meine Frau nicht immer, weil es werden viele, aber. Das glaube ich sofort. Ne? Ich habe dich ja im Vorfeld gefragt, Mensch, wenn dir noch was einfällt, was ich vielleicht ansprechen sollte. Und dann hast du mir eine WhatsApp am Wochenende geschickt oder vorgestern geschickt. Und da war eine Sache, die wollte ich auch von selber ansprechen, weil mir das auch auf Instagram aufgefallen ist. Es gibt ein Pop-up oder gab ein Pop-up in Kopenhagen. Mhm. Das heißt, da hast du deine Küche mal ein bisschen rausgebracht aus der Alp. Ja. Erzähl mal, was ist da passiert? Genau, da sind wir quasi mit dem ganzen Team nach Kopenhagen hoch. Im Tivoli Park war die Location. Und da gibt es eine Pop-Up-Location, wo schon seit Jahren betrieben wird. Tivoli Park. Tivoli Park. Also wenn das der Park ist, von dem wir reden, ich sag mal, da hat es ziemlich stark nach Gras gerochen. Dann nicht. Also Tivoli Park ist ein Freizeitpark im Brasilien. Also ist ein Freizeitpark, ne? Da verwechsel ich das. Das ist vielleicht Christiana. Ja, genau. Das ist so Freistaat, mittlerweile ein bisschen geöffnet. Ja, ja, genau. Das war das. Nee, ja, okay, verwechsel. Tivoli Park ist, sagen wir, wie Ruste Europa. Genau, das war der herkommst. Freizeitpark. Ja, ja, okay, habe ich verwechselt. Freizeitpark, deswegen. Wirklich, die haben eine japanische Pagode mitten im Park stehen, die wurde schon, da waren schon verschiedene Konzepte drauf und seit ein paar Jahren machen die einfach so über den Sommer verschiedene Pop-Ups, wo sie wirklich Fine-Dining-Restaurants weltweit einladen, ihre Küche zu präsentieren. Und wir waren so gerade auf der Suche nach einer Alternative zu hier, weil wir hatten während der EM die spanische Nationalmannschaft im Haus und somit wurden wir erstmal obsolet für ein paar Wochen. Und Öschnoa war zu. Öschnoa war zu und 3 Monate Urlaub konnten wir nicht machen. Selbstverständlich. Da haben wir Alternativen gesucht einfach und dann sind wir darauf gestoßen. 3 Wochen ging das? 6 Wochen. 6 Wochen. Ja. Und wie groß war dann der Gastraum oder für wie viele Leute habt ihr da gekocht? Wir haben bis zu 50 Gäste gemacht am Abend. Und ihr seid mit dem ganzen Team da? Wir sind mit dem kompletten Team hoch. Wir sind mit Kühllaster, Tiefkühllaster, also wir haben geschaut, dass wir vorbereiten können, was wir vorbereiten können, weil wir natürlich auch die Produkte von hier präsentieren wollen. Sind wir hochgefahren, also wir hatten unser Lamm von der Schwäbischen Alb dabei, wir hatten unser Brot von der Bäckerei Knöpfle aus Blumberg dabei. Aber wie war die Vermarktung? Hat das dann der Tivoli-Park gemacht? Oder? Also sie haben sehr viel gemacht. Also ich war auch skeptisch, tatsächlich, weil wenn man schon mal in Kopenhagen war, die sind jetzt nicht arm an guten Restaurants. Ja, ja, ja. Und habe ich auch gesagt, wenn wir da jetzt noch kommen, gibt's da einen Markt für uns, aber die haben das dadurch, dass ich das schon seit Jahren machen, ist es sehr gut, also ein Selbstläufer und wurde sehr gut angenommen, hat tolles Feedback, tolle internationale Gäste und hat auch mega Spaß gemacht, also war eine tolle Zeit. Das heißt, ihr habt den Öschberghof dort vertreten und vielleicht fühlt sich der eine oder andere auch motiviert, dann hier mal herzukommen. Ja, auf jeden Fall. Ne? Wir haben sogar einzelne Gäste gehabt, die aus Deutschland uns nachgereist sind. Ach, Quatsch. Oder wussten, dass wir zu dem und dem Zeitpunkt da sind und deswegen nach Kopenhagen sind. Also war ganz spannend. Ne? Und vom Menü her ist das gleiche Menü gewesen wie hier oder ähnlich? Wir wollten unsere Küche präsentieren, aber dadurch, dass wir andere Küche haben und bis zu 50 Gäste, haben wir ein Menü gemacht, das man in 8 oder 9 Gängen wählen konnte und haben dann vegetarische Gänge integriert, dass wir so einen schönen Mix haben aus unseren beiden Menüs. Die Artischocke war zum Beispiel auch dabei, der Fahrerlachs. Und haben dann ein Menü gemacht, das man quasi vorab dann bestellen konnte. Einmal 8 Gang, einmal 9 Gang mit Imperialkaviar und dem Fahrerlachs. Und vorab bestellt einfach, um den Ablauf ein bisschen besser zu gewährleisten, weil andere Küche und mehr Gäste, da muss man schon ein bisschen reduzieren vom Angebot. Genau.
Du hast es jetzt kurz mal schon verlauten lassen, wovon viele träumen. Das hast du geschafft. Du hast mit dem renommierten Mattes Verlag ein Kochbuch machen dürfen. Das nennt sich Oeche Noir, die Sterneküche des Oeschberghofs. Das ist ein Kochbuch, so eine Mischung aus ambitionierter Hobbyköche, aber ich glaube, da kann auch der eine oder andere Profikoch sich ein bisschen was von abgucken. Wie ist es dazu gekommen? War das ein bisschen dein Wunsch? Ist dir das herangetragen worden? Ist das aufgrund des zweiten Sterns entstanden? Oder wie? Tatsächlich. Also wir waren mit dem Verlag immer ein bisschen im Gespräch und so, und dann irgendwann war so ein bisschen auch so im Lockdown so ein bisschen, so also haben wir gesagt, eigentlich hätten wir mal Lust drauf und so, und wollen wir nicht mal. Und Mattes Verlag war da auch offen dafür. So haben wir ein bisschen abgesprochen mit der Frau Thiemeier. Und ja, dann ging es eigentlich relativ schnell voran. Also auch vom Haus, wir fanden es spannend, dass wir ein eigenes Kochbuch haben. Und dann ging es los. Und wir haben auch gesagt, wir wollen unsere Küche präsentieren. Das heißt, auch das Kochbuch ist quasi so aufgebaut wie unsere Menüs. Wir haben 4 Menüs drin, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Also wirklich saisonmäßig. Und wie schon gesagt, also ich glaube, da braucht keine Angst davor haben. Also das ist unsere Küche, also wir haben das auch jetzt nicht verstellt irgendwie fürs Kochbuch, aber einfach gut nachvollziehbar, glaube ich. Also wir sind da nicht zu verspielt, wir sind da eher produktorientiert, und ich glaube, da kann sich auch ein Hobbykoch dran wagen an einzelne Gerichte. Das Kochbuch kann man online ansehen, also kann man natürlich bestellen über alle möglichen Kanäle. Kann man hier auch kaufen. Ne? Kannst bei uns kaufen, sie liegen auf jedem Zimmer zur Anschau, also wenn man auch Hausgast ist, kann man durchblättern. Und auch nicht ganz doof. Natürlich bei uns im Restaurant kann man es natürlich auch kaufen. Okay, passt. Wunderbar. Wie muss man sich hier deinen Tag vorstellen? Bist du jeden Tag dann hier vor Ort, wo ihr offen habt? Und ist das so, ich fange früh um 9 an und gehe irgendwann abends um 11 nach Hause? Oder hast du von der Arbeitszeit her, ist das auch ein bisschen human, sage ich mal? Ja, das ist immer natürlich abhängig, je nachdem, was sonst noch außerhalb der Küche. Also klar, dadurch, dass ich Posten koche, ich mache mein eigenes Mise en Place, ich habe immer was zu tun. Und alle anderen Termine, die muss man ein bisschen drum rumbauen. Aber versucht es nochmal anzumachen. Ich meine, Freizeit ist immer wichtig. Also ich glaube, um ausgeglichen zu bleiben, und ist ganz wichtig. Und so muss man sich Freiräume schaffen. Aber ja, es ist natürlich immer noch viel, viel nebenher. Aber gerade so mit dem Team her und so schauen wir schon. Also dadurch, dass wir einen großen Betrieb im Hintergrund haben, also bei uns ist Arbeitszeit wichtig. Also bei uns wird jede Minute gestempelt. Über 10 Stunden darf nicht, gibt's nicht. Und dadurch, dass jede Minute gestempelt wird und vergütet wird in Freizeit, also muss man schon drauf gucken, in so einem großen, wenn man zu so einem großen Konzern geht, was natürlich immer zum auch im Sinne des Mitarbeiters ist. Absolut. Ist für viele eine Umstellung tatsächlich. Also wenn sie frisch anfangen und dann gewohnt sind, noch in anderen Betrieben 12 Stunden zu buckeln, und Pause wird irgendwie schon abgezogen. Und bei uns heißt es erstmal, nee, wir haben 14:30 anfangen. Also das ist so ein normaler Arbeitstag, wo dann die Mitarbeiter 14:30, dann wird um 14:30 eingestempelt, und nach 6 Stunden muss eine Pause gemacht werden, wie es halt Gesetzmäßigkeit vorgibt. Wenn wir Mittwoch fangen wir um 13 Uhr an, erster Tag der Woche, da machen wir von vornherein 45 Minuten Pause, weil es dann vielleicht doch mal über 9 Stunden geht. Und so sind es natürlich so bürokratische Hürden, die wir erfüllen müssen, aber auch natürlich immer im Sinne des Mitarbeiters. Also wir machen es zum Wohle des Mitarbeiters, und ich sage immer, wenn wir das in dem Mitarbeitstag nicht schaffen, habe ich was falsch gemacht, dann ist das Menü falsch konzipiert, der Aufwand zu groß und so. Also versucht man natürlich auch den Anspruch und die Menüs so zu gestalten, dass man es auch gut in einem Arbeitstag schaffen kann, das Mise en Place, sage ich mal. Oder dass wir auch die Manpower haben, um es zu bewerkstelligen. Ja. Ich liebe es, während des Podcasts immer Folgenamen zu betiteln. Ne? Das ist schon oft passiert. Und 2 Sterne in gesetzlicher Arbeitszeit. könnte jetzt steht ganz vorne gerade. Ich weiß, ich bin noch nicht sicher, aber es ist ja ein Megathema, ne? Irgendwann ist ja mal Feierabend, dann gehst du nach Hause, dann machst du einen Kühlschrank auf, und was ist denn ein 2-Sterne-Koch dann? Das darf man nicht fragen, ne? Ja, doch. Ich musste vor kurzem sehr schmunzeln, als ich einen Podcast von Jürgen Wolfsgruber gehört habe. Und er hat gesagt, es gibt nichts Besseres als TKP am Sonntag. Ja? Was? TKP, Tiefkühlpizza. Da habe ich mich ertappt gefühlt. Also auch die gibt's dann abends. Also wenn man auch nachts heimkommt, dann ist der Heißhunger da. Ja, ja. Man denkt, das kann keiner nachvollziehen. Das können, glaube ich, auch nur Köchinnen und Köche nachvollziehen, die dann denken, du bist den ganzen Tag mit Lebensmitteln. Man probiert auch den ganzen Tag, aber man denkt dann vermeintlich, man hat nichts gegessen den ganzen Tag. Genau. Und also da habe ich mich sehr gewischt gefühlt bei dem Podcast. Also viele Grüße. Und darf es dann auch mal sein. Das darf es mal sein, aber ich koche auch sehr gern privat, und da darf es dann auch ein bisschen
ja, frischer sein. Es ist nichts abgesprochen und gleich zum Abschluss kriegst du noch was Schönes um die Ohren gehauen, aber noch eine Frage, weil das mir aufgefallen ist, auch auf dem Instagram vom Öschberghof sieht man ganz oft den Bus von Bayer Leverkusen hier stehen, von den Fußballern, und du hast gerade selber gesagt, der, muss man ja sagen, Europameister hat bei euch genächtigt, ne? Herzlichen Glückwunsch nach Spanien, aber wir hätten es auch gern gemacht, ja. Die Fußballelite zieht es auch hierher in den Öschberghof. Hast du wahrscheinlich nur nicht unmittelbar was am zu Rande, tun, ne? Am also, Rande. Aber ich glaube, das ist auch für Image ganz wichtig und schön. Also ich habe dadurch gern öfters Urlaub im Sommer. Also. Ja. Nee, wir planen tatsächlich, also dadurch, dass die Zeiten, wir weniger gefragt sind, unser Urlaub in dem Fall jetzt Kopenhagen drum. Aber gerade mit Fußball hat das schon eine lange Historie. Also wir hatten auch früher schon von Dortmund oder Bayern München viel im Haus. Barcelona, Liverpool und also schon eine Adresse für Trainingslager mittlerweile geworden. Weil es ja auch einen eigenen Platz gibt, oder? Wir hatten früher tatsächlich auf dem Golfplatz zwei eigene Trainingsplätze, die dann irgendwann der Golfplatzerweiterung zum Opfer gefallen sind, wo wir dann ein paar Jahre dann kein Fußballlager mehr gemacht haben. Aber mittlerweile haben wir eine Partnerschaft mit dem SV Asen, also dem benachbarten Dorfverein. Die freuen sich jetzt, dass sie einen tollen englischen Rasen haben, und wir haben natürlich die Möglichkeit, die Spieler können mit dem Fahrrad zum Training fahren und da unter tollen Bedingungen trainieren. Ja. Also FC Asen International. SV Asen. SV Asen. Ich habe dafür auch gespielt. Nicht sehr erfolgreich, aber ich war dabei. Ja. Du warst dabei. Okay, ja, wunderbar. Ja, also wie gesagt, schaut euch das mal an. Da gibt es ein paar schöne Bilder zu sehen. Und na gut, sind ja Namen hier, ne? Es ist in knapp 130 Folgen bis jetzt immer passiert und deshalb wird es heute auch passieren. Lieber Manuel, auch an dich gehen jetzt zum Schluss die Ladies and Gentlemen, 10 Fragen, 10 Antworten. Das ist mein Lieblingssportler, meine Lieblingssportmannschaft oder meine Lieblingssportlerin. Sport bin ich gar nicht mehr, aber früher war es tatsächlich Dortmund, wenn ich das sagen darf. Ja? Du darfst es sagen. Ob ich das drinnen lasse, weiß ich nicht, aber du darfst es sagen. Okay, Frage Nummer 2. Zu welchem Koch schaust du auf, bewunderst du oder ist vielleicht auch ein Influencer für dich? Also ich glaube, so ein bisschen Vorbild war einfach, meine beängstigende erste Station war Christoph Rüffer, weil ich einfach, er war auch immer live dabei in der Küche, hat auch Posten gekocht und auch seine Art, die Küche zu leiten und die Küche, also war für mich schon ein großes Vorbild oder ist für mich ein Vorbild. Frage Nummer 3. Das sind Fotos, Bilder, Motive, die du gern mal auf der Welt mal machen würdest. Du kannst jetzt groß denken. Ja. New York. Weiter nicht, würde ich gerne hin. Ich glaube, da war es mal so, dann Street-Fotografieren sieht, ist spannend. Ja? Also ja, hat schon mal jemand geantwortet. Ja, ja, der hat aber, das hat es noch ein bisschen detaillierter gemacht. Der hat dann gesagt, in New York im Winter. Ah, okay. Ja, oder so bei Regen. Ja, oder bei Regen. Ich glaube, das hat was. Ja, ja, schöne Antwort. Frage Nummer 4. Diese Küche, also wirklich diese Küche von dem und dem Koch, würde ich mir gerne mal anschauen. Da würde ich gerne mal ein Näschen reinstecken. Da gibt es ganz viele natürlich, ja. Das glaube ich dir sofort. Ja. Es wäre gut, wenn du dir eine aussuchst. Habe ich leider nicht hingeschafft. Ich war, wo ich in Singapur war, im Odette 3 Sterne. Ich glaube, die kochen auf hohem Niveau und habe auch die Kollegen schon kennengelernt. Und ich glaube, da mal ganz rein. Dann wäre da ganz spannend, auch reinkommen. Einfach, weil es international nochmal anders. Aber ja. Okay. Frage Nummer 5. Im Zeitalter, wo die größten Fernseh-Capex dieser Welt wieder stattfinden mit Raab und Konsorten, in dieser Kochshow könnte ich mich mal vorstellen. Oh, Kochshow. Also ich habe Respekt vor jedem, der bei Kitchen Impossible mitmacht. Ob ich mitmachen würde, weiß ich nicht, aber mein größter Respekt an jeden Kollegen, der sich dieser Herausforderung widmet. Also ja. Und das ist die meistgegebene Antwort. Ja, glaube ich. Unter ja. Köchen. Ich glaube, das schaut auch jeder Koch. Das also. Schaut jeder Koch, weil es auch so realistisch ist und nicht nur wegen der Wortwahl des Herrn Melzer. Nee, auch. Ich glaube, in die Herausforderung kann sich jeder reinvollziehen. Genau. Das ist schon das ist spannend. Die meistgegebene Worte. Ne? Frage Nummer 6. Das ist die meistgehörte Band oder Musik auf Spotify bei mir. Tatsächlich eher was ruhigere Sachen. Also ich glaube, Max Richter, Olaf Arnalds, also erst zum Runterkommen so ein bisschen. Ja. Läuft auch Musik in der Küche ab und zu ja, mal? Oder? Jeden Tag. Okay. Da kann dann aber von den Flippers über Wahlgesänge bis zur Rammstein alles kommen. Also das über Wahlgesänge? Danke. das ist geil. Also ja, je nachdem, wer Musik macht. Ja. Okay, Frage Nummer 7. Das ist mein Lieblingsgeruch. Ich liebe Estragon. Oh. So fällt mir jetzt gerade ein, also als... Ja. Auch Berne ist wahrscheinlich deswegen. Ja, wahrscheinlich da. Okay. Hat er noch nie. Das ist eine Special Antwort. Cool. Frage Nummer 8. Von der Person, dem Menschen, wo auch immer, habe ich mir schon mal ein Autogramm geholt?
Eins der ersten war Sven Elverfeld. Das hat mir meine Frau mitgebracht von einem Extrem Aqua. Da hatte ich noch keine Berührungspunkte mit Fine Dining, war noch Azubi und da habe ich das Kochbuch gekriegt und war stolz wie Wolle. Ja. 30 Kilometer Luftlinie zwischen Aqua. Mhm. Weißt du, was da ist? Nee. MKN. Ah, ja, so, genau. So nah, okay. So nah, ja, ist Wolfsburg. Ja. Und MKN ist Wolfenbüttel, das ist halt wirklich, okay, wir Triathleten würden sagen, wir können mit dem Radl hinfahren, ja. Ne? Oder, also es ist wirklich in unmittelbarer Nähe, Sven Elverfeld, ne? Mhm. Okay. Frage Nummer 9 und dann hast du es fast geschafft. Eine Sache, die ich mir mal gekauft habe, was total sinnlos war, die ich eigentlich wieder wegschmeißen müsste. Oh, da darf ich doch nichts Falsches sagen. Vielleicht auch kurz mal über die Frauen überlegen. Ja. Gut, die eine oder andere Kamera steht vielleicht im Regal, wird nicht mehr so oft benutzt. Ja. Okay. Aber ich habe eine Freude dran, wenn ich sie dann schaue. Okay. Und die letzte Frage, das ist mein Lieblingsrestaurant als Gast. Also gerade hier in der Gegend, die Burg vom Jason Chrome. Kollege von mir, wir haben zusammen gelernt, auch beide Jungs, also der Niklas im Service und der Jason haben hier gelernt, gut befreundet und wenn ich Zeit habe, wir haben die gleichen Ruhetage, dann bin ich da sehr gerne. Okay. Manuel, es war mir wirklich eine große Ehre und mir war es auch wichtig, dass wir die ganze Sache hier ein bisschen locker und flockig über die Bühne nehmen. Ne? Du machst eine, und das hat nichts mit irgendwelchen Respektsachen zu tun, sondern das ist ein absolut tolles Restaurant, ein absolut tolles Hotel. Aber wir sind halt Köche und wir sind so, wie wir sind. Du kannst mega stolz auf dich sein. Deine Reise ist ja noch lange, lange nicht zu Ende. Ne? Also du darfst noch ein paar Jahre, du musst noch ein paar Jahre und du sollst auch noch ein paar Jahre. Mein Gefühl sagt, wir sehen uns auf alle Fälle wieder. Würde mich freuen. Und du gehörst zur MKN-Familie. Ne? Das, ich meine, mein Kollege Baudi sagte immer in seinem schönsten schwäbischen Dialekt, badischen Dialekt, Entschuldigung, ja. Das ist das blauste Hotel auf der Welt, sagt er immer. Ne? Weil, wenn man weil so hier, die Gänge läuft, ja, hier stehen ein paar MKN-Sachen drin. Okay. Ihr habt, glaube ich, alle Produkte, die es bei uns gibt, vom Küchenmeister, Herdblock über die Kombidämpfer, Flexichef, Einzelgeregel. Zwei Flexichefs. Also ihr seid wirklich gut ausgestattet. Da muss man auch ein ganz großes Danke sagen für das Vertrauen immer wieder. Und ich wäre ja oft gefragt, hast du eine Referenz oder kennst du eine Referenz? Weißt du, eine Referenz fängt für mich immer dann an, wenn das nicht gestern geliefert worden ist und übermorgen kommst du vorbei, sondern wenn man auch nach Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten sich immer noch in die Augen gucken kann und wenn auch mal irgendwo was muckelt oder nicht muckelt, wenn du weißt, wen du anrufen kannst, wo Probleme behoben werden können. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt und deshalb sind wir gerne hier. Du hast natürlich auch jederzeit, wenn ihr als Team auf Messen kommt oder so, weißt du, wen du anrufen sollst. Klar. Bestimmt Baudi. Und dann freuen wir uns sehr. Und jetzt zum Abschluss würde ich dich bloß mal bitten, noch mal ganz kurz, wo kann man denn den Öschberghof auf im Netz finden, auf Social Media? Und wenn jetzt jemand Interesse hat, mit dir mal Kontakt aufzunehmen, wo muss er sich denn melden? Also klar, Öschberghof ist die Homepage, also ganz einfach mit OE geschrieben. Mich findet man über Instagram, per Mail, also Kontakt ist auf der Homepage, glaube ich. Oder einfach auch info@öschberghof.com, da wird auch alles weitergeleitet an mich, wenn Fragen sind. Und sonst bin ich überall erreichen, wie gesagt, auf Insta privat auch und ne, würde mich freuen, ja. Folgt ihm, er hat eine wunderschöne Insta-Seite, die jetzt auch nicht nur Bilder von Speisen oder sowas drin hat, das ist wirklich eine sehr schöne Seite, kann ich nur empfehlen. Manuel, nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für heute und jetzt machen wir hier Schluss und ihr kennt das Spiel zum Abschluss. Wenn euch das gefallen hat, dann gebt bitte 4-5 Sterne bei Spotify, 5 sind noch besser. Oder bei Apple Podcast, folgt MKN-Deutschland auf Instagram. Das hilft uns sehr viel und die Champions League ist das Teilen, weil dann sehen es auch eure Follower, dass es den Küchenschnack gibt und das sehen wir mit einem ganz großen Danke. Bleibt kulinarisch, bleibt uns treu, bleibt uns gewogen. Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns bald wieder und hören uns bald wieder in 2 Wochen. Bis bald. Manuel, High Five. Danke dir. Danke auch. Der Küchenschnack ist eine Produktion von der MKN GmbH und KKG in Zusammenarbeit mit Tom Klein. Executive Producer ist Andrea Ostherr und Martin Ubel. Line Producer, Audio- und Videoschnitt teilen sich der Jonathan und der Tom. Post-Production macht die Sarah. Redaktion und Marketing macht die Mara und die Patricia.